Die Rolle der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg ist kein Geheimnis, aber sie wird oft von den Vereinigten Staaten überschattet. Der Zweite Weltkrieg ist ein Konflikt, der zumindest von den Vereinigten Staaten gewonnen wurde. Das ist die Geschichte, die wir in der Schule und im Fernseher lernen. Aber die Rolle Russlands im Zweiten Weltkrieg war notwendig für die Niederlage der Nazis. Was wäre, wenn sich die Sowjetunion mit Hitler zusammengeschlossen hätte? Viele erinnern sich daran, dass die Nazis und die Sowjets zu Beginn des Krieges Verbündete waren. Sie unterzeichneten einen Nicht-Angriffspakt namens Molotow-Ribbentrop-Pakt. Aber Hitler beschloss dann, ihren Pakt zu ignorieren und wandte sich gegen die Sowjets. Aber was wäre passiert, wenn Hitler das nicht getan hätte und die beiden Mächte blieben Verbündete? Schauen wir uns einige Statistiken an. Die Sowjets wurden durch den Zweiten Weltkrieg verwüstet. 26 Millionen von ihnen starben dabei. Für jeden amerikanischen Soldaten, der im Kampf gegen die Deutschen starb, gab es 80 Sowjets. 95% der Opfer des Zweiten Weltkrieges waren Sowjets. Aber auf der anderen Seite starben 75% aller Deutschen, die im Zweiten Weltkrieg starben, im Kampf gegen die sowjetische Rote Armee. Hätten sich die Sowjets mit Hitler zusammengetan, wäre das Ergebnis des Zweiten Weltkrieges extrem unterschiedlich gewesen. Es ist wahrscheinlich, dass unsere Welt, wie wir sie kennen, nicht mehr existiert hätte. Erstens, wenn die Russen auf der Seite Deutschlands stünden, wären all die deutschen Soldaten, die durch die russische Armee gestorben sind, nicht gestorben, was es viel schwieriger gemacht hätte, sie zu besiegen, als sich der Amerikaner endlich einmischte. Die Deutschen litten unter den großen Schlachten von Stalingrad und Kursk. Hitlers Invasion in die Sowjetunion endete mit dem Beginn seines Untergangs. Aber wenn Hitler nicht in die Sowjetunion eingedrungen wäre, wäre er vielleicht in Großbritannien eingedrungen. Es gab sogar bereits einen Plan für die Invasion Großbritanniens. Es hieß Operation Seelöwe. Sowohl Großbritannien als auch Amerika dachten, eine Hitler-Invasion in Großbritannien sei im Horizont. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie stattfand. Vielleicht wären die britische Regierung und die Monarchie nach Kanada geflohen, falls Großbritannien überfallen würde. Vielleicht hätten sich alle drei Länder die Zeit genommen, sich neu zu organisieren, geplant für eine Invasion in Afrika und von dort aus nach Europa zu gehen, um einen Gegenangriff zu starten. Es ist unklar, ob die Verbündeten jemals die Kontrolle über Europa wiedererlangt hätten. Es wäre, gelinde gesagt, eine schwierige Aufgabe gewesen. Wenn die Nazis und die Sowjets Verbündete wären, wären sie so ziemlich unaufhaltsam gewesen. Sie hätten leicht den Zweiten Weltkrieg gewonnen. Europa, Asien, Afrika, den Mittleren Osten und weiß wo sonst erobert. Hitler hätte es vielleicht geschafft, die Welt von Juden, Slawen und so ziemlich jedem anderen, der kein Arier war, auszulöschen. Hitler hätte den Hungerplan von Herbert Friedrich Wilhelm Backe umgesetzt. Ein Plan, der Millionen Slawen und Juden zu verhungern. Die Wehrmacht lenkte ukrainisches Essen von Russland weg. Dabei wurden Millionen von Zivilisten in den von Deutschland besetzten Gebieten getötet. Natürlich ist das alles nicht passiert. Hitler und Stalin sind keine Verbündeten geblieben. Hitler verachtete die Slawen. Er dachte, sie seien eine minderwertige Rasse. Und er wollte sie zusammen mit den Juden vernichten. Slawen sind die größte russische Ethnie. Es gibt keine Möglichkeit, dass Hitler weiterhin verbündet mit einem Land gewesen wäre, aus dem er a. Öl brauchte und b. das aus den Menschen bestand, die er vernichten wollte. Wenn Hitler gewonnen hätte, gäbe es viel weniger Juden und Slawen. Das ist sicher. Was würde deiner Meinung nach passieren, wenn Hitler sich mit der Sowjetunion zusammenschließen würde? Lasst es uns unten in den Kommentaren wissen. Like, teilt und abonniert, falls euch das Video gefallen hat. Und schauen auf Wiedersehen, euer EVS2 Let's Play, alles David von Bros TV. Haut rein!